ist ja lieb. Kann ich in die Hornödel jetzt auch behalte deine Sachen lieber für dich. Wie ich dich kenne, hast du sicher hart dafür gearbeitet. Ja, aber wie hart du? Mal nochmal ins Klassenzimmer gehen und nochmal mit dieser eigenen Schlönze reden. Eh du Kuh. Die Vitrine war wie immer verschlossen. Da kommen wir nicht ran. Aber vielleicht kann ich ja der einen so ein Dings in... Nein. Lenk mich nicht ab! Es sei denn, du hast eine Idee, was ich als nächstes sticken könnte. Ich brauche das perfekte Motiv. Ein Tier, das wichtige Werte verkörpert. Warte mal. Wie so oft waren Lillys Bemühungen vergebens. Nur die Oberin konnte die Vitrine öffnen. Ich hab bloß gehört. Wie so oft nur die... Verdammt. Damit immer nicht. Lenk mich nicht ab! Du siehst doch, dass ich arbeite. Man erkennt es daran, dass ich mich anders verhalte als du. Aha. So ganz anders. Jetzt komm doch mal zum Punkt. Dir fehlen scheinbar ein paar wichtige Lektionen in Sachen Werte und Normen. Hast du aus meinen mehrfach prämierten Stickereien denn gar nichts gelernt? Jedem Tier lässt sich eine Charaktereigenschaft zuordnen. So steht der Bär für Stärke und der Hirsch für Heldenmut. Es gibt natürlich auch Negativvorbilder. Das Stachelschwein zum Beispiel ist besonders lahm und schläfrig. Darum wird man es auch nie auf einem meiner Banner finden. Aber vielleicht in deinem Familienwappen. Du bist scheiße. Hast du eigentlich die Oberin schon nach dem Motiv für das nächste Banner gefragt? Na dann, pronto. Aber ich kann wieder noch gar nicht reden. Die schickt mich aber weg. Lass das. Das brauche ich als Vorlage. Was denn, als Wichsvorlage? Entschuldigung. Das brauche ich als Vorlage. Kann ich dazu vielleicht Kokosnuss auf den Kopf werfen? Lenk mich nicht ab! Es sei denn, ich brauche ein Tier, das... Ja, das wissen wir ja schon. Das Meerschwein... Halt. Ein Tier, Moment. Was soll das sein? Ein Tiermotiv? Aha. Ja. So sieht doch kein Tiermotiv aus. Tiermotive stecken immer auf einem Sockel. Weißt du denn gar nichts? Und wenn ich den einfach drauf stülp, den Ohren... Was soll das sein? Ein Tier... Aha. So sieht doch kein Tiermotiv aus. Tiermotive stecken immer auf einem Sockel. Weißt du denn gar nichts? Na, aber jetzt weiß ich's ja. Du elender Hammerschädel, ich kann sie nicht leiden, genau wie Ignaz Ignatius. Verdammt. Knallfrösche. Wie waren die nur dort hinaufgekommen? Hab ich irgendwas, um dran zu kommen? So konnte Link die Knallfrösche garantiert nicht von der Statue holen. Wieder einmal waren ihre Arme zu kurz und ihre Leitung zu lang. Ja, wie immer. Pikachu! So konnte Lilly die Knallfrösche wieder... Ja, wieder einmal war es soweit. Verdammt, Freunde, verdammt. Werden wir es jemals herausfinden? Ich weiß es nicht. Ich nehme jetzt auch schon seit knapp 2 Stunden auf. Naja, egal. Ein bisschen können wir ja noch tun, nicht? In den Schlafsaal. Und ins Treppenhaus. Wir gehen nochmal ins Treppenhaus. Irgendwas. Vielleicht können wir den Hamster hier rein und ihn... Der Haken war nur für die Teekanne bestimmt. Ja, eine Teekanne für Teekanner. Verdammt, die Schmiedzi Mauzi hat bestimmt auch noch Hunger. Oder wir können sie schick machen. Mit einer schönen Dingsda-Bumsda-Schleife. Lilly bezweifelte, dass Lumpy das essen wollte. Vielleicht Pflanze? Wer Lilly weiß wollte es sich nicht pflanzen. Ja,
Ja, das wissen wir ja schon. Na, das haben wir schon gesehen. Verdammt, was müssen wir jetzt machen hier? Verdammt, verdammt, verdammt. Oh mein Gott, wie verdammt ist das denn? Verdammt. Okay, das kriegen wir hin. So, also hier brauchen wir bestimmt einen Sechskantschlüssel oder irgendwas. Dann haben wir hier super eine wütende Maske und eine andere Maske. Können wir den schneiden? Die Maske war fest an der Wand verschraubt. Aber hieß das auch, dass man sie nicht mitnehmen durfte? Nein, das heißt nur, dass du das richtige Werkzeug finden musst. Irgendetwas, das klein genug ist, um die Schrauben zu lösen. Na, so ein Glück! Lilly war erleichtert. Ja! Juhu! Wie krank ist dieses Spiel? Freunde, wie krank ist dieses Spiel? Perfekt! Die Haarnadel passte genau in die Löcher. Ah. Aha! Die Mann aber hier. Nein, na. Ja, ja, das haben wir schon gehört. Dann machen wir jetzt mal alle ab und nehmen die mal mit. Ja, wir nehmen sie mit. Cool. Okay, jetzt haben wir zwei Masken, aber was wir damit machen müssen, habe ich auch keine Ahnung. Vielleicht können wir damit auch den Grundleuchter lösen. Hoho. Wie cool. Das war sicher nicht das ideale Werkzeug, um die Schraube zu lösen. Und solange Lilly keinen triftigen Grund hatte, musste sie dieses Risiko auch nicht eingehen. Okay. Wir haben jetzt die drei Masken. Also langsam füllt sich das Inventar und ich weiß immer noch nicht, was wir machen müssen. Naja, was soll's. Und nein, ich werde nicht in die Komplettlösung schauen. Wir werden uns so durch dieses Spiel durchfressen. Hundertprozentig, Freunde. So, jetzt habe ich hier die Masken. Emotionen. Wütend, fröhlich, Dings. Was war's? Emotionen und Dings, der Pulf da etwas, ne? Dann glaube ich mal, die Masken brauchen wir bestimmt für uns. Ups. Für ihn hier. Genau, mal auf. Damit wir hier hinten dieses Rätsel lösen können. Ah, sag ich doch. Und wir brauchen was für die Mitte. Was war's gleich alles? Das war die Erinnerungsstütze des Alten. Wenn Lilly wollte, dass er ihr half, musste sie die richtigen Objekte finden. Eine Emotion, eine Eigenschaft und etwas Essbares. Okay, wir brauchen eine Eigenschaft. Was ist eine Eigenschaft? Verdammt, haben wir irgendwas? Nö. Moment. Eine Eigenschaft. Gut, müssen wir irgendwas finden, das eine Eigenschaft besitzt. Gott verdammt nochmal. Aber wir werden es finden, Freunde. Wir werden es finden. Und wenn wir die nächsten 500 Folgen hier dran sitzen. Nein, glaube ich eigentlich nicht. Gehen wir mal runter. Geh nochmal in die Kantine. Kantine. Hier sitzt sie süß, klapp. Die O vielleicht. Bah. Ist das wirklich so schwer zu verstehen? Fütter die Katze. Ja. Blöde Kuh. Okay, hallo, ich brauch Katzenfutter. Du schon wieder? Du solltest außerhalb der Essenszeiten nicht so in der Kantine herumstromern. Da sind schon die merkwürdigsten Unfälle passiert. Und für fast alle habe ich ein Alibi. Aha, für fast alle, gute Frau. Also so langsam wirst du mir lästig, Kind. Die Essenszeit ist schon seit Stunden vorbei. Und solange der Ofen im Keller aus ist und ich mein Messer nicht zurück habe, bleibt die Küche kalt. Du hast ja also nichts verloren. Es sei denn, du hast das Rezept der Oberin dabei. Nee, aber der Ofen ist kaputt. Vergiss das Rezept einfach. Solange der Ofen im Keller nicht läuft, kann ich das Essen eh nicht zubereiten. Aber ich habe den Ofen doch gesprengt. Verdammt. Aber, ach was, willst du etwa schon wieder übers... Ich hab es dir für Kinder... Moment, warte mal, Einweggläser. Moment mal, wir haben doch ja Hans in den... Jetzt schlägt's aber Ding-Dong! Hab ich dir nicht schon tausendmal gesagt, dass du hier nichts zu suchen hast?
Na warte, ich... Darf ich das mal haben? Ich brauche etwas, um meine Finger zu beruhigen. Ah. Oh. Na, danke, das war knapp. Und jetzt nimm dein Zeug und verschwinde. Aber pronto! Oh, das kleine Meerschweinchen. Wir nennen ihn Rudolf. Rudolf das Meerschweinchen. Oder hallo, oder Bernd. Hallo Bernd. Bernd, haben wir etwas gelernt von Bernd? Hallo Meerschweinchen und wir haben ein Klaus. So, haben wir doch schon wieder was geschafft. Das Meerschweinchen war wohl müde. Hoffentlich fand Lilly später noch Zeit, mit ihm zu spielen. Die Flüssigkeit roch wie Doris aus dem Mund. Oder wie der Tankstöpsel des Rasenmähers, mit dem Lilly so gerne spielte. Entschuldigung, ich muss gerade gehen. Wie gesagt, schon sehr spät. Das Meerschweinchen war wohl müde. Pikachu, Donnerschlag auf Ignaz! Für die Oberin zählten nur Resultate. Warum sollte Lilly sie also mit Zwischenergebnissen belästigen? Ich habe gerade dieses doofe Gefühl, dass wir dieses Meerschweinchen irgendwo draufspießen müssen. Oh, das ist so fies. Und ich habe das doofe Gefühl, ich weiß auch schon wo. So. Ich denke es zumindest, weil dieses Meerschweinchen muss auf einen Sockel. So. Und wir haben, ich weiß jetzt bloß ein, was als Sockel dienen könnte. Und zwar, das könnte als Sockel dienen. Und es muss auf einen, ach du Sau. Wenn das jetzt geht, Freunde, bin ich mehr als betrübt über dieses Spiel. Lilly fand die Idee entzückend. Als Tiermodell würde das Meerschweinchen bestimmt ganz groß rauskommen. Ach, diese. Nein. Die hat's wirklich getan. Ey, das ist doch voll krank. Freunde, das ist ja fies. Ey, das ist das... Leute von Dedelic, wie krank seid ihr? Wie krank seid ihr? Wie kommt man auf sowas? Ach du Sau. Ey, das ist ja fies. Was haben wir? Meerschweinchen? Ich hab auch Meerschweinchen. Sau. Das ist zumindest ein reguläres Tiermotiv. Aber meinst du, dass es auch wirklich wichtige Werte vermittelt? Natürlich tat es das. Meerschweinchen waren niedlich und klein und trotzdem immer fröhlich. Lilly versuchte immer, sich ein Beispiel an ihnen zu nehmen. Aha. Na, wenn du meinst. Komm in ein paar Minuten wieder. Sofern du mich nicht störst, werde ich auch nicht lange brauchen. Oh, das ist aber Meerschweinchen voll aufgespießt. Wie fies ist das? Leute, wie fies ist das? Wie gemein ist das? Das ist ja übel. Sau, das ist ja wirklich... leicht... mies. Wir reden noch schnell mit dir. Worauf wartest du noch? Das Banner muss so schnell wie möglich in die Kantine. Jawohl. So, jawohl! So. Dann, so schnell wie möglich runter hier. So schnell wie möglich in die Kantine. Wir kürzen jetzt hier ab. Ups. Zack, so. Sie hat gesagt, so schnell wie möglich. Also machen wir das auch. Und jetzt haben wir das Banner natürlich hier. Der Bannerbespanner. Ah. Balf! Endlich hat Birgit das neue Banner fertig. Aber... was ist denn das? Ein kleines, dreckiges Meerschweinchen? Das ist doch nicht wirklich von Birgit. Oder etwa doch? Aha. Das doch. Kann nicht sein. Kann man sich denn hier auf niemanden verlassen? Na, warte. Die kann aber was erleben.
Ey, die Alte, hoffentlich können wir dir noch irgendwie irgendwas antun. Was haben wir denn hier? Nix. Verdammt. Ich habe gedacht, können wir den D klauen und irgendwas damit einschläfern. Uns fehlt trotzdem noch etwas mit Emotionen, ne, was? Ah, nee, mit... Du schon wieder? Du solltest außerhalb der Essenszeiten nicht so in der Kantine herumstromern. Da sind schon die merkwürdigsten Unfälle passiert. Und für fast alle habe ich ein Alibi. Du... Bevor du wieder nach Essen fragst. Es ist jetzt schon Stunden her, dass meine Finger ein Einwegglas in der Hand hatten. In dieser Phase werden meine Hände immer leicht nervös. Sie knacken alles, was ihnen in die Finger kommt. Kinderbeinchen... Kinderärmchen, ich habe sie einfach nicht unter Kontrolle. Essen für die Katz. Ja, Essen für die Katz. Wir brauchen Emotionen, Words, ne? Nee, Emotionen haben wir. Verdammt. Gut, vielleicht haben wir Glück. Wir gehen nochmal rauf zur Frau Dante Oberin dort. Zu dieser alten Schlonze da. Schön, dass er noch da ist. Ah. Ich kann dir gar nicht sagen, wie enttäuscht ich von dir bin, Birgit. Eine schlechtere Arbeit habe ich in meiner ganzen Laufbahn noch nicht gesehen. Aber... Keine Widerworte. Du bist schlecht. Ich werde dir wohl deine ganzen Auszeichnungen, Preise und Pfadfinderabzeichen aberkennen müssen. Keines davon hast du länger verdient. Ich habe doch nur getan, was... Papalapap, willst du mir wirklich widersprechen? Ich kann kaum glauben, wie tief du gesunken bist, Birgit. Ein Meerschweinchen. Ist das zu fassen? Deine Arbeit ist eine Beleidigung für das gesamte Kloster. Hinfort damit. Es tut mir leid, ich wollte doch nicht. Dein Gejammer macht dein Versagen auch nicht wieder wett. Nur für den Fall, dass du nicht länger beabsichtigst, meine Zeit mit deinem Untalent zu verschwenden. Das hier ist ein Motiv, das es wert ist, auf einem Banner verewigt zu werden. Der Puma. Stark, präzise, würdevoll. Ein Symbol der Selbstkontrolle. Ja, Selbstkontrolle. Ah, es ist offen. Ah, zack. Da klauen wir uns doch alles hier. Alles nehmen wir mit. Alles nehmen wir mit. Und ich gehe mal ganz stark von aus, dass es das ist, was wir jetzt noch brauchen für diesen alten Uber. Denke ich lass zumindest. Das. Ja, ja. Lass das, ich hasse das. Ich gehe mal stark davon aus, dass jetzt das letzte ist, was wir hier einfügen müssen. So, machen wir hier. Ah, sehr schön. So. Kennen wir uns? Aha. So, Herr Kurzritter, dann Tempelgrab in der Kapelle. Warte mal, ich wollte dir doch gerade noch etwas erzählen. Zum Glück habe ich mir extra für diese... Also, mal sehen. An dem Tag war ich besonders... wütend. Wir hatten gerade die Bodenplatten in der Kapelle verlegt, als die Tempelritter von einem konspirativen Treffen zurückkamen. Sie begutachteten meine Arbeit und lobten mich für diese heroische Leistung. Gemeinsam aßen wir eine Banane. Nein, warte, so war das doch gar nicht. Die Geschichte ergibt hier überhaupt keinen Sinn. Da hat doch jemand an meiner Gedächtnisstütze herumgespielt. Also heroisch denke ich mal schon. Aber fröhlich? Wir waren fröhlich. Ich dachte mir die Maske aus. Und das tausche ich mal gegen den Apfel aus. Und das heroisch lasse ich mal. Die Tiermotive waren für Lili tabu. Die Oberin ließ sie nur Kreuze und... Aber selbst die bekam Lili nicht gut hin und wurde oft beschimpft. Genau, das mache ich mal so. Was ist das eigentlich? Rauf vor der Leinwand. So. Hallo, wach auf. Aufwachen. Kennen. Aha. So, los. Zum Glück habe ich mir... Also, mal... An dem Tag war ich besonders... fröhlich. Wir hatten gerade die Bodenplatten in der Kapelle verlegt,
als die Tempelritter von einem konspirativen Treffen zurückkamen. Sie begutachteten meine Arbeit und lobten mich für diese heroische Leistung. Dann bewarfen sie mich mit einem Apfel. Nein, warte, so war das doch gar nicht. Die Geschichte ergibt dir überhaupt keinen Sinn. Da hat doch jemand an meiner Gedächtnisstütze herumgespielt. Wir tauschen mal den bitte aus. Ich würde mal sagen, wir tauschen mal das Hirschmodell aus gegen den Grizzly. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr möchtet, dürft ihr mich auch gern abonnieren. Copy Let's Play sagt Dankeschön.